Ja, moin Leute, Buschkräftigen hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das Video ist eine Videoantwort für den lieben Michael, den Indoor Ranger, hier auf YouTube. Der hat nämlich jetzt 250 Abonnenten, beziehungsweise heute sind es schon 296. Glückwunsch Michael, super Leistung. Das passiert halt, wenn man gute Videos macht, dann hat man auch viele Abonnenten. Also mach weiter so. Ich finde deine Videos immer top. Und du wolltest gerne eine Tasche oder einen Rucksack für uns vorgestellt haben. Und dafür habe ich mir halt diese kleine Tasche ausgesucht. Das ist die Tasche von Maxpedition. Der Monkey Combat Admit Pouch. Ein Riesenname für so eine relativ kleine Tasche. Alles im einen, sagt ja schon der Name, Admin. Also ist eine Tasche für administrative Sachen bzw. EDC-Zeug. Ich kann also meinen Stift, Papier, andere Notizen, weiß nicht, ID-Cards, vielleicht ein kleines Walkie-Talkie, eine Taschenlampe etc. reinmachen. Alles, was man so EDC bzw. hier zum Führen benötigt. Ja, zu den technischen Daten. Unbefüllt, also ich habe jetzt ein bisschen was reingemacht. Unbefüllt haben wir halt 17,8 cm Breite, 16,5 cm Höhe und 3,8 cm Dicke oder Tiefe. Das ist ja natürlich ein bisschen mehr, ich habe ja was reingepackt. Im Lieferumfang sind natürlich nicht die Patches und auch nicht die Malice Clips und auch nicht der Grimlock dabei. Das habe ich jetzt alles dazu noch angemacht. Also sprich, man kriegt die Tasche ganz nackt. Muss sie ja selber entscheiden, ob er sich jetzt die Malice Clips extra dazu holt oder Tech Tees von Tasmanian Tiger. An sich reichen auch dickere Kabelbinder, um die Tasche irgendwo an einen Molle-Rucksack festzumachen. Wofür das auch eher gemacht ist. Also am Gürtel würde ich es nicht so, das würde vielleicht zu sehr schlackern. Aber hier, zack, draufgepappt, eine super Sache. Oder halt einer taktischen Weste oder einen Chestrig etc. Ideale Sache direkt vor der Brust. Habe ich es manchmal, ich finde es nicht schlecht. Gut, dann kommen wir mal zu den Taschen. Also außen hat man ja schon gesehen hier, sind so eine Elastikbänder. Da kann man dann auch Stifte oder andere Sachen zwischenschieben. Ich habe jetzt hier den Grimlock festgemacht. Hinten halt diese sozusagen Molle-Streifen, wo man dann halt das an einem anderen festmachen kann. Da haben wir das vorne auch eine riesen Klettfläche. Also ich finde das echt super, weil du kannst alles schön voll wappen und das ist eine tolle Sache. Dann so eine Lasche, um halt den ID-Holder zu öffnen. Das klettert auch relativ straff. Dann kann man hier halt sehr schön sein Personalausweis, irgendwelche Erste-Hilfe-Karten oder halt Notizen, Kartenausschnitt reinpacken, wenn man es sich vorstellt, man hat es vor der Brust und wir wissen, okay, wo muss ich hin, wo, zack, aufmachen, dann kann man hier schön gucken, nochmal kurz orientieren, wieder zumachen und weiter geht's. Eine super Sache. Dann zum Hauptfach. Ja, ein paar Sachen jetzt mal reingestopft hier. Ein bisschen leerer, damit wir ins Innere reingucken können, also das ist das Hauptfach. Da haben wir einmal hier sozusagen eine Art Geheimfach, also das geht hier so auf, kann man hier aufmachen. Man kommt von hier bis hier unten, hat man halt Platz, um dann halt Notizen reinzumachen, also eine Art Geheimfach, eigentlich ganz cool gemacht. Das Hauptfach hat auf beiden Seiten, also hier und da, so ein Elastikband zum Sachen reinschieben und unten ist eine Ablauföse, also wenn es irgendwie da drin feucht ist oder halt man überquert einen Fluss oder so und das ganze Zeug ist nass, dann hat es auch die Möglichkeit auszulaufen. Also Wasser rauszugehen. Dann haben wir hier nochmal zwei so eine Laschen. Dann könnte man theoretisch auch jetzt hier, ich nehme jetzt einen Bleistift, den da festmachen. Aber ja, schnell Zugriff drauf. Das ist hier auch nochmal Klett. Geht relativ stramm alles. Dann kann man halt hier auch nochmal was reinpacken. Da sind jetzt keine Elastikbänder drin, das ist einfach nur eine Tasche, wo man was reinschmeißen kann. Ich habe jetzt hier einen Akku drin. Und wieder zu damit.
So, also die zweite Einschubtasche, die dritte. Ist halt wie die erste, nur dass man auf einer Seite Einschubband hat, so ein Elastikband, auf der anderen Seite nicht. Ja. Und zu guter Letzt ein kleines Mini-Einschubfach. Da ist nichts mit Klett oder nichts mit, mit irgendwelchen Aufnahmen. Legt man einfach nur rein. Also auch eine super Sache. Das geht aber natürlich dann nur bis hier. So. Das sind wir uns jetzt leer, sind es schon wieder viel schmaler, wie auch immer. Jo, wie ihr seht, man kriegt einiges rein. Ja, ist relativ robust. Ich glaube, das müsste 700er, 1000er Cordura sein. Die Nähte sind, also eigentlich muss ich nicht dazu sagen, das ist Maxpedition. Da kriegt man schon ordentlich was geboten für sein Geld. Genau, da kommen wir zum Geld. Also ich habe die jetzt so gesehen für roundabout 47 Euro. Für so eine kleine Tasche muss man überlegen, ob man sowas wirklich braucht. Ich habe sie gebraucht vom Kameraden gekriegt. Und gut, damals war es einfach nur, ich will es haben. Jetzt nutze ich es auch öfters mal. Muss mal halt schauen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. So, dann hoffe ich mal, Michael, das reicht dir als Videoantwort. Dir nochmal gratuliere zu deinen Abonnenten. Mach weiter so. Ich finde, du hast einen super Kanal. Und dann sage ich mal, bis bald im Wald, euer Buschgriff Dieten.